Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Runde. Seven Days to Die, Mahlzeit Karl, Hallöchen. Mahlzeit. Da sind wir wieder. Für euch einen Tag, für uns drei Sekunden. Ja, aber. Immer noch fleißig. Immer noch fleißig die Bude am Abkracken. Verdammt, ich wäre beinahe auf den Boden gelatscht. Das ist so blöd, da denkst du nicht dran, du bist automatisch nachher da drauf geleitet. Ein größerer Inventar gefällt mir sehr gut. Das ist wunderbar, ne? Ja, fantastisch. Ja, das ist sehr schön. Metall nehme ich auch noch mit hier. Ja, ich zerhack hier, damit wir mal ein bisschen Papier haben und so. Noch das billige Zeug. Kann man denn so ein Bett von Anfang an bauen oder muss man das lernen? Ist das ein Bauplan? Ich glaube, ein Bett kannst du bauen. Da brauchst du Bett, nur Schrauben, Federn, sowas. Ja. Nur kein großes Bett, kein Ehebett. Dann fängt dein dauernd an zu schnarchen, dann bist du bekloppt. Das ist auch schon wert. Dann hack ich das noch weg und dann können wir auch zurück. Was sagt denn die Uhr? 14:13. Ja, wir müssen uns langsam irgendwie mal eine Hütte suchen. Müssen wir auch noch machen. Ja. Ich helfe mit, ich hack auch noch. Zack. Ich bin leider erschöpft. Ja, ich guck mal gerade, wir haben drei Punkte. Also einen tue ich auf jeden Fall hier in sexuell Tyrannosaurus. Damit man. Ja, wegen Ausdauerverbrauch, absolut. Ja, ja. Das ist echt ein Muss. Und dann kann man gucken, wann kriegen wir denn den nächsten XP? Bei Exitus Level 3 kann man den machen. Exitus Level 3 kannst du erst leveln, wenn wir Level 10 sind. Also, für Level 10 Punkte aufsparen, damit du direkt wieder höheren XP gewinnen willen kannst, ne? Okay. Das ist wichtig. Hack mal. Alles kaputt. So. So, sehr gut. Ja, komm. Fertig. Ab die Boss. Haben wir schon gut was rausgeholt hier. Ja, so. Ja. Und ein Huhn. Ja. Wir suchen. Oh nein, kein Ei drin, verdammt. Ja, ein Huhn ist wertvoll. Da sind normal Eier drin. Das ist, immer noch. Essen ist wichtig. Hoppa, hoppa. Ein Huhn ist Gold wert. Was ist das? Das ist ich jetzt schon hier die Dinger? Apfelbaum. Oh. Apfelbaum. Ja, 8 Äpfel. 8 Äpfel. Weiß nicht, kannst du die einfach essen? Oder, Soll ich jetzt mal probieren? Oder? Nee, klick mal an, dann steht da doch hier so viel Chance, Prozent auf Durchfall oder sowas. Nö, steht dann nicht. Zwei Nahrung, ein Gesundheit, zwei Wasser. Ja, dann könntest du die so essen. Und hier sind auch, guck mal, Erdbeeren. Erdbeeren pflücken. Ja, eine ganze Plantage. Hier ist es noch, hier der Aubergine, hast ja schon eine. Eisen. Hier ist ein toller Wagen. Den werde ich noch looten und zersägen, damit wir Kohle haben. Stay it up! Und ab und zu lassen die Säckchen fallen. Das ist immer sehr gut. Ja, da waren jetzt über 700 D-Mark. Das war sehr gut. Boah, das riecht Kohle. So, ab nach Haus. Ab nach Haus. Ah, ja, bisher dann, gefällt mir die Mod ganz gut, muss ich sagen. Ja, okay. Ist, noch ist alles relativ einfach, aber warte mal, wenn ja die Viecher kommen und ja, Mod Moon, high ho, nicht hoch ist auch böse. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück und dann gucken wir uns mal, wer kommt da? Rocker. Rocker. Sehr gut. Sehr gut. Honig hat er mitgebracht. Also ein Rocker hat immer Honig. Ja. Die achten nämlich immer sehr auf ihre Gesundheit. Über den Ladies Honig und den Mund schmieren. So. Ich kann noch ein bisschen Zeug zerlegen hier. Was habe ich denn noch? Baustiefel, das lerne ich. Das kann weg, das zerlege ich. Wunderbar weiter. Aber sehr schön, jetzt müssen wir uns am besten in eine Stadt mal umgucken. Da ist noch so ein Gefangener. Rübe weg in einer Sekunde. Zack. Herrlich.
So, jetzt kann ich mir Schrotflinte Messias Band 4 oder Magnumvollstrecker Band 4, dann nehme ich Schrotflinte. Oh, wie Sie wünschen. Abschließen. Hund! Ich nehme schon mal die nächste Aufgabe an, die ist ein bisschen weiter weg, aber. Halt! Hast du schon angenommen? Ja. Ah, schade, okay. Ja, ich. Aber auf jeden Fall müssen wir uns ja erstmal umgucken nach dem Häuschen, ne? Häuschen, ja. Auf jeden Fall. Damit wir irgendwas haben, wo wir uns Unterschlupf. Ein Unterschlupf für die Nacht gewähren. Soll ich jetzt schon mal wieder Sachen aus der Kiste mitnehmen? Dann, wir wollen ja unsere Sachen sicherlich da erstmal unterbringen, oder? Oder lassen wir die Kiste hier erstmal stehen? Die Kiste lassen wir immer hier stehen. Hast du ja vorm Hand, da, wenn wir hier ruckizucki immer weitergehen wollen, weißt du, dass du nicht immer nach Hause musst, dann kannst du hier ausmisten. Da können wir eventuell auch demnächst noch eine zweite hinstellen. Okay. Und dann die Kisten, das Zeug dann nach Hause transportieren. Weißt du, aber so hast du schon besser den Tag genutzt. Oh, ach, den Quest musst du noch teilen, bitte. Machen wir den heute noch, den Quest? Weiß ich nicht, einfach erteilen wir auf jeden Fall, sonst vergessen wir das. Ist nicht gut. Alles klar, zack, Ding, Dong, haben wir den Säubern, annehmen, zack, prima. So, jetzt müsst ihr es mal umgucken, nach dem ersten Haus, die erste Nacht, was holen wir uns denn da? Irgendwas Solides, ne? Ja. Backstein sollte es schon sein, denke ich mal, ne? Ja, hier, das wäre schon, sieht schon nicht schlecht aus, aber das ist ein Warenlager, ich glaube, das ist Kunde. Ehrlich? Glaube ich, da will ich auch nicht, aber wir können ja noch gucken. Wo ist denn der Quest, in welche Richtung? Natürlich ist noch eine andere Richtung. Ja, da nützt es noch nichts. Ich markiere den trotzdem schon mal. Weil, ne, Waffen, die sind noch Level zu klein. Vom Level her. Das ist eine abgebrochene Hütte in riesengroß. Ich wackel einfach mal. Da hinten ist ein Wasserturm. Ist das ein Fake-Wasserturm oder ein richtiger? Da wird noch eine Uschi angelatscht, komm her. Bam! Sehe ich genauso. Da hinten sind zwei Kirchen. Ne, einmal ist ein Friedhof, einmal ist eine Kirche. Dann haben wir hier eine Scheune. Höhe. Habe ich den Quest überhaupt abgegeben? Idiot. Ich habe den Quest nicht abgegeben. Ja, dann suchen wir weiter. Ein schönes, solides Haus. Eine Feuerwehr oder sowas. Oder eine Tankstelle würde ich auch nehmen. Ich würde auch hier dieses Waffenhaus nehmen, ganz ehrlich gesagt. Das ist ja nicht. Oh, ich hab Leute aufgeweckt. Wecki, wecki. Ist nicht schlimm. Ein Hause kaputt. Die Hunde. Oh, hier kommt ein Huhn. Krieg ich nicht, das haut ab. Schweinehuhn. Bleib stehen! Ich muss abgeben, auf jeden Fall, das nützt nichts. Am besten sollte ein Haus sein, was auch in der Nähe vom Händler ist. Wir müssen immer so weit rennen. Also, okay. Komm, er ist dauerhaft erschöpft. Lieb ich, ja? I did it! Okay. Ja, sollen wir das Waffenhaus nehmen? Cool. Meinetwegen machen, das ist schön nah am Händler, ne? Ja, ich gehe mal hier quer über die Wiese. Vielleicht ist ja hier noch was in der Nähe. Hier ist auch noch ein Haus. Wie kommt er denn hier? Das Waffenhaus oder das Haus daneben? Also wahrscheinlich müsstest du so beide reinigen. Kaffee, sehr schön. Hier ist auch noch ein schönes Haus, glaube ich. Wir mitten im Ort. Das sieht auch gut aus. Das hat Warenhaus? Oh, das ist aber groß. Da sind zwei Gebäude nebeneinander. Was hast du gefunden? Bauplan, Totengräbermod, kann man schneller buddeln. Ist schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Kommt noch ein her. Bin ich. Zack, Lord of the Clouds. Ist jetzt Lord der Toten. Hier, das sieht schön aus. Ich weiß nicht warum. Guck mal zu mir. Hier, radarmäßig. Gefällt mir an. Finde ich gut, das Haus. Das ist nicht zu groß, nicht zu klein. Und kein direktes Nachbarhaus. Vogelnest eben mitnehmen. Zack, zack, zack. Oh, wieder auf der Straße, aber deutlich schneller. Ja, auf der Straße. Das war deutlich schneller.
jeden Fall. War das in der Standalone auch so extrem der Unterschied kam? Nee. Okay. Jo, das sieht ganz gut aus, ja. Jeder Träuschen, guck mal. Sieht doch nicht schlecht aus. Ja. Der Brief ist mein Steckbrief dabei. Sehe ich nicht. Doch, guck mal, ich bin dabei. Guck mal, hier. Der Helm, der Reine. Er klopft hier unten. Ja, klopft an, Löch wird aufgetan. Oh, Entschuldigung. Euer Arm ist. Oh, eins, was schäbig ist, da hinten ist so. Verseucht, ne? Böses Gebiet. Das war drum zumauern, vielleicht einfach. Ja, wir können ja erst noch einfach mal hier das Hütte mal grundreinigen und gucken. Jetzt hier durch. Ach, lol. Ja, wo die Zombies durch sind, kannst Bär du auch. Wer die blinden, Mann. Verseuchtes Gebiet, okay. Tada, wieder ein Level up, sehr geil. Was ist das hier? Da kommt noch draußen der Lord of the Cloud, den muss ich noch eingeben. Sehr schön. Jetzt ist weg, alles leer, Mann, sehr gut. Bei dir oben? Ja. Oh, da kommt einer. Treppe hoch. Wo denn? Scheiße, ich hab schon Hunger. Das ist aber nur ein Holzhaus, sehe ich das richtig? Ah, Werkbank. Nee. Geil, Bauplan. Echt? Ja, war hier in der zerstörten Werkbank. Sehr gut, montier ich direkt ab. Da kriege ich jetzt Eisen raus mit dem Ding. Ich hab jetzt... Also, wenn ich fertig bin, sei ich hier. 60 Eisenbarren habe ich davon rausgekriegt. Schraubenschlüssel gefunden? Ein Schraubenschlüssel? Den also brauchen wir. Einen normalen? Ja, den brauchen wir zum Herstellen von Chemiebank und so. Okay. Das hier ist eine Steinwand, aber Steinwand ist erstmal auch gut, oder? 1200. Oder was sagst du? Sagen Sie. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie stark die Zombies hier sind, wenn sie angekommen kommen, ne? Ja, die sind, also, ja. Also für die erste Nacht würde ich sagen, reicht das, ne? Aber nee, also, vielleicht nicht für die erste Horde, ne? Nee, auf keinen Fall. Wir machen sowieso eine Base, wo wir uns so aufhalten, wo wir arbeiten, buddeln und sonstiges. Und für die Horde nach, bauen wir uns immer was anderes oder suchen uns was anderes. Weil, okay, das kannst du hier nicht, das kannst du nicht überleben. Okay. Die zerbröseln dir die Hütte, das kannst du vergessen. Da kann man vielleicht. Unten stand übrigens ein Zementmischer, ne? Funktioniert der? Der funktioniert leider nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ding hier. Ja, dann machen wir das. Dann müssen wir dann zurück Plätze holen. Ich hole einen Klotz baue ich hier ein. Dann. Kannst du schon mal ein paar Wände weg. Wo bauen wir denn? Oben am besten, ne? Ja, ne, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hier ist eine Tür, wunderbar, kann ich reparieren, zack. Ach, jetzt weiß ich, was du mit Klötzen meinst. Du meinst den Gebietsschutzblock, ne? Den Gebietsschutzblock, ja. Ach so, okay. Halt. Noch eine Kiste. Ich kleb direkt. Oben stand noch eine Kiste rum. Ne? Nicht gesehen. Na rum? Nee, den Rucksack. Ach, den ist dann, naja. Nicht noch eine Kiste hier rum? Was ist denn mit dem roten Koffer da? Kann man da was reinlegen? Ah, hier ist noch eine Kiste. Lol. Werkzeugkasten, aber der ist natürlich klein. Ja, hier passt ein bisschen was rein. Zerlegen. Okay, da tue ich mal. Ja, einen Schlafsack habe ich direkt gebaut. Den lege ich direkt hier hin. In die Hütte. Hier sind zwei Kisten. Lol, sehr gut. Tue ich da mal Zeug rein. Und Zeug rein. Zack. Ist egal. Okay, ich gehe runter. Affe, also unser Haus in Ruhe.
Oh, jetzt schlecht, ich habe hier kein Klo. Fällt mir gerade auf. Ach so. Okay. Kein Klo. Hm. Vielleicht sollten wir doch daneben angucken. Weiß ich nicht. Bauen kann man nicht? Weiß nicht. Toilette. Kann man Toilette bauen? Zeig mal her. Toilette. Nee. Spülbecken, doch. Spülbecken und Toilette kannst du bauen. Brauchst aber einen Wassereimer für. Wassereimer kann man sich aber bauen, ne? Muss man den direkt schmieden? Eimer. Schmiedetes Eisen, 7 Stück. Da könnte ich direkt bauen. Kann ich nicht bauen? Ich verfüge nicht über die erforderlichen Rohstoffe. Warte mal. Komm mal gerade nochmal rein. Mhm. Weil Toilette brauchen wir unbedingt. Und ich habe schon Hunger ohne Ende. Und Durst. Ach du Scheiße. Wir brauchen eine Toilette. Ich bin auf 50% runter, circa. Auch. Das ist schlecht. Dann sagen wir ja, wo ist denn das Eisen? Hier nicht. Das Eisen. Siffwasser. Das ist supi. Eimer wird gebaut. So. Und jetzt Toilette, Spülbecken. Da, zack. Brauche ich Rohre für, mechanische Parts. Habe ich alles gleich. Brauche nur okay. Wasser. Wasser kann ich in einer anderen Toilette finden, oder nicht? Brauchst du sauberes oder dreckiges? Weil ich habe 3-mal gekochtes Wasser dabei. Nee, ich weiß nicht, wo ich den Eimer voll kriege. Ach so. Das ist das Problem. Da musst du bestimmt irgendwie an so einen Tümpel dran oder sowas, ne? Ja. Werde ich aber okay. Versuchen. Okay, ich gehe schon mal los. Alles klar, dann baue ich hier ein bisschen schon mal rudimentär. Ja. Ein bisschen aufräumen hier, Türen, Zugänge und so weiter. Sehr gut. Brauche eine Toilette. Finden wir eine Toilette? Haben wir schon eine gefunden gehabt? Ja, irgendwo hatten wir eine. In dem Questhaus zum Beispiel. Vorhin war einer, hast du mir das erklärt. Aber das war natürlich 500, 600 Meter weit weg. Hier, ich bin im Nachbarhaus. Ich bin einfach mal im Nachbarhaus. Wir haben Kühlschränke und so weiter. Hier pennt einer. Den steche ich meinen Allerwertesten. So, der ist tot. Ist auch noch einer drin. Nee, ist keiner drin. Aber zu essen, sehr gut. Zack. Also Toilette ist hier, jetzt bin ich gespannt. Ist mein Eimer fertig? Wo ist der Eimer? Da ist der Eimer. Ausprobieren? Nee. Das geht nicht. Also brauchen wir Wasser. Wo haben wir denn Wasser? Haben wir einen Pool hier irgendwo? Ach, wir haben hier Wasser. Okay. Ein paar hundert Meter. Ich gehe Wasser holen. Ey, wir haben Händler. Noch einen Händler. Ich sehe einen Händler. Ach Quatsch. Doch. Geil. Und zwar genau, ich mache einen Wegpunkt dahin. Das Häuschen. Händler. Zack. Wegpunkt teilen. Verbündete, jeder. Müsstest du mal auf die Map gehen, ob du den Wegpunkt siehst. Nee. Wenn du Map anmachst, unten geteilter Wegpunkt. Also ja, doch, stimmt. Ja, sehe ich. Ach, das ist ja super nah. Direkt nebenan. Ist ja super geil. Cool, das ist der Weltbeste. Wer ist der Weltbeste Map-Hersteller? Der liebe Helm. Lalala. Sehr schön. Ich besorge jetzt Wasser, damit wir Kacka machen können. Very wichtig. Oh, ich muss noch ein bisschen latschen. Das ist schlecht. Egal, nützt nichts. Wir brauchen Wasser. Brauchen wir nur einmal. Danach kannst du ja in der Toilette kannst du immer wieder Wasser auffüllen. Also die Flaschen und so weiter. Ja, okay. Klingt ja super dann. Oh, sehr gut. Sehr gut. Bitte. Wunderbar. Bärchen. Hier könnte noch ein Rocker, den muss ich gerade verarzten. Ich bin ja noch gar nicht tot. Zack. Fertig. Oh, der hat noch was zu essen mitgebracht. Ein guter. Ich habe den Tümpel gefunden. Endlich. Zack. Wasser. Komme ich zurück. Ach, hier ist doch die Straße. Gut, dass ich die Straße vorhin nicht genutzt habe. Durch Gebüsch gelaufen bin. Hervorragend. Habe ich denn nichts Kaffeemäßiges? Nee, habe ich nicht. Stuhl zersägen. Zersägen.
habe schon eine Zweierschaufel. Bist du blass von Neid? Was? Dafür habe ich eine Dreier-Axt. Du hast den Apfel vorhin gegessen und musst keinen Kacker machen. Nee, ich habe noch nichts gegessen. Hast ja gesagt, soll ich noch nicht. Ach so, sehr gut. Mir ist nämlich gerade aufgefallen. Wie stellt man den Toilettenpapier her? Braucht man dann eine Werkbank für nicht, ne? Nö, also, tipp einfach mal ein Toilettenpapier. Toilettenpapier. So, warte, will ich nochmal den anderen Händler auch wegmarkieren, ne? Händler. Zack. Mal. Verbündete und teilen. Perfekt. Ach. Toilette Spülbecken. Zack. Wird gebaut. Sehr gut, perfekt. Sehr gut. Ja, wir brauchen noch viel Stein dann. Ja. Ist egal. Ja, hier die Hütte wäre auch. Ist das auch? Warten Sie. Wenn ich hier drauf haue, auch 1200. Ja, das ist ja dann alles Käse. Der Hund wie Katze, ne? Ja. Wie viel Hitpoints hat das hier? Okay. Wie viel hat das? Was? Gar keine. Das waren nur Vorhänge. Vorhänge, ja. Hau sie weg. Komme. Heile, ich bin Jod. Bin an den ganzen... an der Kiste vorbeigerannt, hab nichts mitgebracht. Aber egal, wir müssen ja gleich mal Quest annehmen, Quest abgeben. Oh, oh, oh. 18 Uhr. Okay, oh, er hat schon einen ganzen Raum gebaut. Das hier müssen wir aber alles abreißen hier. Tut die komplett oder was für ein Ding ist bauen. Ja, wir machen mal von der Außenmauer mal einen Zugang dahin. So, Toilette. Wie kann man denn Toilette? Ah, da hast du schon dazwischen gebaut. Ja, ich würde sagen, Toilette machen wir auch auf den richtigen Dingern, ne? Ja, damit sie nicht wegbröselt, ne? Ja. So, dann baue ich jetzt mal die Toilette. Zack. R festhalten, zack. Kann ich Toilette bauen? Jo, ich kann Toilette bauen, perfekt. Hier, schöne siffige. So. Zack. Nein. Kann ich auch wieder abbauen? Nein. Was ist passiert? Upsa. Was? Ah, ich bin in die Lunte gefallen. Ich muss kacken. Ich muss den Puppe abputzen. Alles schlecht. Ich muss irgendwo den Klotz jetzt hinmachen. Mach den hier an der Wand. Boing. Ach, man kann kacken. Dann ist egal, dass ich die Toilette falsch rum aufgestellt habe. Hast du schon Toilettenpapier? Ich kann mal gucken, ob ich welches bauen kann. Ich habe kein Papier dabei. Toilettenpapier. So. Mir fehlt trübes Wasser, braucht man dafür. Hab ich. Hier. Was? War ich raus. Da. Ich muss leider... Wie viele soll ich herstellen? Ich kann 4 Stück? Ja, Pause. Okay. Dauert 1 Minute 20. Ist nicht schlimm. Das schaffe ich. Nach einer Viertelstunde. Ja gut, dann kann ich jetzt essen und trinken. Gut, da trinke ich schon was. Zack. Zack. So. Ich hänge auch direkt eine Kiste drüber an die Wand. Ja. Für Toilettenpapier. Ne, weil... Alles klar. Ja, die ist leider verkehrt rum. Dann, ne? Ich lege dir schon mal eins da rein. So, zack, ist schon drin. Okay. So, jetzt esse ich mal. Ich habe eine Hühnersuppe. Habe ich. Hühnchenration. Lamm. Ah, sehr gut. Ja, das kann ich ja jetzt auch. Noch ein Lamm. Wo sieht man das denn, wann man auf Toilette muss? Oder ist das immer, wenn man was gegessen hat? Wenn du was gegessen hast. Okay. Dann, ja. Wenn du was gegessen hast, sagt er, dann kannst du auch nur noch gehen. Du kannst nicht mehr rennen. Total übel. Ja, obwohl.
Hast du was gegessen? Was hast du gegessen? So eine Lammration, so eine Konservendose. Ja, hast du gegessen? Ja. Und musst keinen Kaki machen. Ne, der sagt nix. Das stimmt da nicht. Aber was trinken muss ich auch? Ich muss Kaki machen, da. So. Das ist auch ein schöner Bock. So, und jetzt fein Popo abputzen. Okay. So. Hier, so. Hier ist doch der große Toilettenpapierroller hier. Ja, sehr gut. Ja, tatsächlich, und dann ist alles Papier. Ist ja geil. Schöne Tapete. Schön die Raumfasertapete zum Thema. Herrlich. In Rot, dann sieht man noch Blut nicht. Den Hintern aufgerissen hat. So. Sehr schön. Ja, wir haben ja ein bisschen Arbeit, die Hütte ein bisschen umzugestalten. Ne? Weil, ja, klar. Natürlich noch ein Rohbau, ne? Mehr oder weniger. Ja, wir können auch eventuell umziehen. Vielleicht finden wir noch eine bessere Hütte. Aber erstmal würde ich sagen, zweimal Schlafsack. Der gehört Karahoka, der gehört mir. Da. Soweit so gut. Da brauchen wir erstmal einen Unterschlupf. Der uns Unterschlupf für die Nacht gewährt. Ne? Genau. So, ist denn? Wir können noch keine Schmiede herstellen. Kannst du eine Schmiede herstellen? Nee, ne? Ne, eine Werkbank habe ich Rezept gefunden. Ja, ich muss sowieso dahin skillen. Ich werde mal hier Schmiede herstellen. Jetzt kann ich eine Schmiede herstellen. Zack. Ich würde gerne noch zu dem Händler nebenan kurz. Wir haben ja noch Tag. Wo geht denn nach draußen? Hier, alles klar. Der Händler, genau. Wo war der denn? Hier nebenan. Wir hatten das Händler-Symbol auf der Karte, also muss ja auch ein Händler sein. Ne? Ich habe jetzt nur deine Markierung gesehen, ne? Da ist der Händler. Ist hier hinterm... Ein Huhn. Komm her, Huhn! Aha! Ich krieg dich. Hab ich. Kein Ei drin. Ich habe auch Pech wieder. Kann nicht wahr sein. So. Wie viel Holz habe ich denn eigentlich noch? Oh, Scheiße. Genau da, wo ich gucken wollte. Bettina, wieder. Bettina. ja. Oh, hier ist doch unser Wasserturm. Perfekt, ja, geilo. Sehr schön. Der richtige, kein Fake-Wasserturm. Hallo, mein Freund. Darf ich dein Inventar sehen? Hast du noch für den Karl, den lieben Karl, einen Rock? Nee, den hab ich an. Der hat im Moment keinen. Die Kunst des Bergbaus. Oh, sehr gut. Müssen wir auch kaufen. Penner-Eintopf. Ja, der ist eklig. Ein Bauplan für. Oh, der hat viel. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Monet. Oh, der kommt eine Monne. Was? Eine Motte? Eine Nonne. Eine Nonne. Jetzt die scheint mir etwas kopflos. Wo ist denn unser Zuhause? Ding hier? Nee, doch. Ding hier. Zack. Ich baue hier direkt meine Leiter, ne? Für nach oben. Außen. Ja klar, mach das. Leiter aus Holz hier. Bauen wir 20 Stück. Was wir jetzt nicht haben, ist Benzin. Zum Bohren. Naja, ist auch nicht so schön. Wir können nachts ruhig ein bisschen draußen rumrennen. Da habe ich keine Angst vor. Ach, ich muss noch skillen wie ein Bilder. Ich habe noch gar keine Punkte ausgegeben. Ja. Dann kann ich gleich nachts machen. Genau, also ich, Vielleicht kann man da dran. Hier steht noch ein Auto, dazu suche ich auch noch eben. Hier oben und jetzt? Klebeband.
Kohle. Oh ne. Wir brauchen auf jeden Fall eine Axt. Und dann am besten wäre eine Motorsäge. Scheiße. Passbar. Ja, einen Hammer finde ich auch gut zum Ausbauen. Ah, das kriegen wir alles. Kriegen wir alles. Alles wird an. Alles wird gut. So. Ach, wie wird man jetzt? Mach ich jetzt an. Geh in den nächsten 15 Minuten auf die Toilette oder du wirst sterben. Voll. Wo? Hier latscht man hoch. Wäre doch nicht schlecht. Nee. Nee, nee, nee. Was machen da? Da eine Ecke machen. Okay, jetzt kann ich auch nicht mehr rennen. Kneif die Backe zusammen. Hinunterfällt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Treppe. Bau da mal was an. Du hast gekackt. Putze deinen Hintern, du Pferd. Ja. Oh, da. Nein. Untergefallen. So. So. Oh, wir haben schon 30 Minuten völlig überschritten. Natürlich sind wir schon 31 Minuten. Ja, es wird aber noch. Fein, 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 sage ich euch. Gefällt mir sehr, sehr gut alles, was im Moment hier läuft. Fantastisch. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, habe die Erde. Bis denn. Tschüss. Ciao.